Willkommen zu einem neuen Valorant-Video und heute gesponsert von Riot, also Valorant. Ich freue mich sehr, heute mit Maluna, Honeypoo und Kalinity zu spielen. Wir spielen auch gerade noch gegen andere Streamer. Wir dürfen nämlich heute die Fade spielen. Die ist ab dem wunderbaren 27.04. nämlich für alle spielbar. Ich sehe so aus, weil ich die liebe Fade cosplayen darf. Dankeschön an Falcon für dieses wunderbare Cosplay. Da haben wir auch ganz, ganz mega tolle Bilder mitgemacht. Die könnt ihr alle gerne unten abchecken. Und Fade ist Türkin. Ich bin Halbtürkin, ein super süßes Match deswegen. Und ich erkläre euch jetzt ein bisschen was zur Agentin. Denn es gibt ja in Valorant verschiedene Arten von Agenten. Und Fade ist eine Aufklärerin, also der Gegenpart von Sova. Und hier gibt es ein paar verschiedene Techniken. Die C-Technik ist zum Beispiel super cool mit der E-Technik, mit Nachtalb zu kombinieren. Da schmeißt ihr einen Ball. Dadurch wird der Gegner getaggt, ihr wisst, wo er ist. Mit C könnt ihr quasi dann noch den Gegner hinterher schieben. Da könnt ihr eine Maustaste drücken, dann flitzt er hinterher. Die Ult ist auch mega OP, die zeige ich euch auch gleich. Und auf alles weitere wie Ergreifen und Co. gehen wir gleich ein. Wir gehen jetzt ins Game. Ich freue mich sehr. Checkt gerne unten Valorant ab, ist kostenlos spielbar. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ihr wisst ja, ich bin nicht so gut ein Ego-Shooter, deswegen habe ich mich irgendwann nicht mehr getraut. Aber ich soll es definitiv weiter öfter spielen. Und testet auf jeden Fall Fade. Let's go. So, rein in den Luxi. Let's go. So, heute mit Kalinity, Honeypoo und Maluna. Hallo. 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 Wir haben vorhin schon ein bisschen reingegrindet und wurden definitiv zu oft zerstört. Deswegen machen wir jetzt noch mal einen wunderschönen Start. Hier sehen wir die liebe Fade. Ich habe schon interessante News bekommen, wie ich sie zu spielen habe und hoffe, dass ich diesmal nicht so allzu oft sterbe. So. Was sagst du eigentlich zu dem Punkt, die Community streitet sich, ob Fade die bessere Rainer wäre. Was sagst du dazu? Oder was sagt ihr dazu? Meinst du jetzt optisch oder von der Art her? Ich weiß gar nicht, ob sie eher optisch meinten sie wahrscheinlich, ne? Ich finde, die sehen beide einfach hot aus. Ich finde, die sehen vor allem. Also, die sehen aus wie Schwestern. Es könnten, ne? Genau, es könnten Schwestern sein. Ich finde, jeder hat so ihren eigenen coolen Style. Ich finde so, Fade könnte so die böse Schwester sein. Tatsächlich. Oh, aber Rainer ist auch böse. Tatsächlich gibt es ja eine Lore zu Rainer, dass, also sie hat ja wirklich eine kleine Schwester, die aber laut Lore von Viper bei einem Experiment, ich weiß nicht, ob sie offiziell ums Leben kam, aber also Rainer ist auf jeden Fall in ihren Voicelands sehr, sehr sauer auf Viper. So, so wäre richtig cool, wenn die Schwester irgendwann als Charakter hier ins Game reinkommen würde. Ja. Wenn, also es haben ja Leute spekuliert, ob Fade die Schwester ist, aber das kann, glaube ich, geografisch gar nicht sein, weil Fade halt in der Lord aus der Türkei kommt und Rainer, soweit ich weiß, aus Mexiko. Ich weiß so. Hm, vielleicht ist ja einer von den beiden Elternteilen rumgekommen. Oh ja. Weltreise. Viper ist auch richtig sauer auf Sage. Ach so, ja, das stimmt. Weil, warte, ist Sage nicht verantwortlich dafür, dass Omen so ist, wie Omen ist? Und Viper ist mit Omen irgendwie in Verbindung? Ach, ich weiß es ja, nicht. Ja, genau. Das ist ja irgendwie so ein richtiger Zickenkampf hier, oder? Viper ja, war mal irgendwie Ärztin oder sowas. So, genau. Wir spielen übrigens gegen Norok, Headshot, Nazika und Lord Lemmy. Alles Pros. Ihr seid auch Pros für mich. Ich bin der Noob und hallo. Let's go. Ein Noob unter Pros. Fühlt man sich besonders stark. Ah, das wird schon, Leute. So, ich nehme jetzt mal meine schöne Kugel. Und die baller ich jetzt. Die kannst du jetzt da? War das gut? Jetzt anders schön markiert. Okay. Schön. Oh, ich bin tot. Egal, Hauptsache ich habe jemand markiert. Markieren ist immer gut. Ey, nee. Das Ding kann man aber kaputt machen. Ja, voll gut. Ja, ich war I'm trying, but it's so fast, man. Geil. Ein Gegner in B. Komm schon, ihr schafft das! Schön. Let's go! Ja, jump! Cash! Jetzt, So, soll ich mir jetzt schon was kaufen? Gebt sie doch einfach mir. Muss ich eine Spectre holen? Ich spiel mal die Vandal, nur um es den Leuten zu zeigen, die Battle Pass Vandal. Holt die Spectre von vorhin, dann vielleicht noch ein paar Fähigkeiten und ein kleines Shield. Okay. Gemacht! Ich möchte nicht den Spike, diese Verantwortung kann ich noch nicht tragen. Den müssen wir nämlich bei den Gegnern blenden. Ihre Angst betrügt sie. Okay. Ich folge einfach euch. Ihr könnt mir gern Calls geben, ne? Callt gern aus, sagt Bescheid. Okay, wir gehen
Maluna. Ja, was denn? Oder B? Pugel? Na, hier ist wahrscheinlich noch nichts. Ha! Tja, hast du mich erschreckt. Oh, oh, da kommt jemand. Ein kleiner Campy. Ah, oh, da will ich mal flanken. Nämlich. Flanken. Ja, Nurok. Ah, nee, never mind, jemand, das ist jetzt. Das war gar nicht Nurok. Ja, hab ich gerade gesehen. Ich dachte, er hätte wieder Gemma gespielt. Schade. Da war ein Brimstone in der Smoke. Ich find's so geil, wenn ihr redet. Ich höre einfach, als wäre es eine andere Sprache. Was sagt sie? Da war irgendwas in der Smoke. Ah. Brimstone. Oh, dieses Messer. Also, welches Messer hast du drin? Den Lami spielt. Ich hab die Battle Pass Skins mal ausgerüstet, um es dem Chat zu zeigen. Die sind echt für einen Battle Pass schon echt nice. Das ist, die leuchten mega, ne? Ja, ne? Was hast du da? Deine Hacke? Ja, also das ist ganz ungewöhnlich eigentlich so eine Pickaxe. Die Sheriff. Ja. Shit. Sieht richtig schön aus. Ja. Ich finde, pass auf, ich habe das RGX Butterknife drin. Ja, ja, genau, das auch echt. Butterknife. Das Butterknife. Okay. Ich habe. Und es leuchtet Angst. So richtig krass. Oh, die Geister da an der Wand sind. Oh, das sind kleine Tropfen an der Wand. Süß. Ich schon harte Konzentration. Hier könnte jemand drinstehen. Oh ja, perfekt. Ich geh mal über Mitte. Such einfach irgendwen! Spike-Träger wurde eliminiert. Spike in A. Oh. Spike in A. Oh. Junge. Ich habe Angst. Mit war, glaube ich, die Fade. Die war gerade on-site. Nee. Wenn du magst, du musst nicht anvisieren mit dem Anvisieren. Immer ein bisschen nachladen. Ist immer ein bisschen weird. Sondern nicht anvisieren. Genau. Anvisieren macht nur bei Sniperwaffen und bei Ares. Ach so, und Odin okay. Also einfach normal schießen. Also du kannst auch anvisieren, also du musst halt, aber im besten Fall halt nicht. Ja. Okay. Manchmal macht man das, wenn man noch 30 Sekunden auf Long Range quasi zielen möchte. Mhm. Die sind richtig am Schwätzen. Ganzer Goon Squad. Das ist unser Bonus. Nein, sie haben. Haben sie nicht gesagt, dass sie jetzt runterfahren wollen? Nurok spielt nur noch Sheriff. Ja, genau. Oha. Nurok wurde jetzt genervt. Oha. Lieben wir. So, dann. Ich mag ihren. Soll ich immer noch die Spectre nehmen oder eine andere? Nur. Jetzt nicht mehr. Das war nur die zweite Runde. Genau, Phantom oder Vandal? Das, was du mehr magst. Magst du es mehr zu tappen? Sprich, du schießt immer so mäßig. Ich würde dir wahrscheinlich. Also, ich glaube, Phantom ist wahrscheinlich angenehmer. Einfach oder. Was mache ich jetzt mit der Vandal? Was mache ich mit der jetzt? Drückst du nochmal drauf. Einfach drauf gedrückt lassen. Oh, komm, einfach die Phantom. Ah! Oh mein Gott, ich habe meine verkauft. Ich Vollidiot. Oh nein! Nee, kannst du nicht meine haben. Okay. Ich wollte dann Echo. Konzentration. Kannst du schleichen? Wie? Shift. Hättest du aber, dass ich zu laut bin, oder was? Ich bin so volles Trampeltier. So. Brimstone ist ein drin. Das ist. Wollen wir einfach wegrotieren? Ja. Komm mal. Komm mal mit. Ich hab ganz schnell rausgehen. Folge uns. Ja. Die sind mir hinter mir her. Ich höre kleine Fußschrittchen. Echt? Glaube jetzt nicht mehr. Oh, nicht schon wieder. Der Teleporter, der ist irgendwo. Okay. Er ist tot. Garten. Da ist schon jemand. Oh, nee. B-Lon. Komm einfach auf den Spot, ich hatte. Oh, ei, verdammt. Ei. Ja, ich bin dead. Das holst du, Kalinity, oder? Ich glaube nicht. Puh. Ja, schade. Ja. Lami lebt noch, das hole ich nicht. Lami? Lami lebt noch. Achso. So, dann nehme ich jetzt mal die Phantom. Let's go. Was ist eigentlich Q?
Was ist diese? Die Kuh? Ja. Die setzt Gegner fest. Genau. Okay. Mensch von der Kuh bewegen. Oh ja, yeah. Damit kann ich Leute festkleben. Ja, wenn du das zum Beispiel... Kannst du hier draufwerfen oder so. Wo du, immer, wo, wenn du weißt, dass irgendwo ein Gegner ist, dann ist das... Also wohin draufwerfen? Warte erstmal, bis wir Gegner finden. Da kannst du das dann zum Beispiel auf einen offenen Spot werfen. Ist auch eine gute Kombination mit der Ult. Oh, ups. Oh. Aber hey, er ist frontal auf ihn zugeflogen. Ey, ich hab wirklich nicht gesehen, dass auf einmal zwei Leute standen. Haben wir. Wir könnten theoretisch gesehen das auch so machen. Yes, sehr gut. Wo warst du? Anon. Ich habe den Spike. Boah, die Axt sieht richtig cool aus vom Bett. Ja, ist echt voll schön. Ich will das leuchtende Ding. Wenn du mit der rumläufst, sieht das aus, als wäre sie riesig, ne? Was war denn das? Ich hab mein Messer rausgeholt, du Oh, er sagt so, oh. Die sind nur Batterien. Ich muss mich aufmachen. Geil. So, ich probier's mal damit. Ich probiere mal waffentechnisch aus. Also, mit Q kann ich kleben, mit C kann es, fliehen. Ja, einen Tiger fliegen lassen und auf E spotte ich Leute. Und ein T-Shirt. Und ich würde gerne meine Ult mal machen. Oh, die hast du noch nicht ab, da fehlen dir noch zwei Ult-Points. Ja. Aber wir können durch Showers laufen, dann kannst du dir einen schon mal abholen. Und du kannst planten, dann hast du die. Okay. Was ist perfekt. Showers? Hier, wo wir durchgehen. Badezimmer, hier wird also wirklich geschauert. Ja, ja. Ja, spar mir den dummen Seifenwitz. Bereit fürs Höllenfeuer! Aber das. Oh. Die waren durch den Short. Was war denn das? Der hat durch die Wand gegangen. Warte. Ja, der hat durch die Wand geschossen. Hä? Ernsthaft? Ja, er hat dich gesehen, glaube ich, mit der Fähigkeit. Aber kann man hier durch Wände schießen? Ja, Wände sind durch Rezept. Ach so. Aber guck mal, jetzt hast du deine welcher Waffe und welche Wand. Und wir können theoretisch gesehen, könnten wir uns ja hier positionieren und dann fängst du einfach an, hier drauf zu ulten. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Geht mal da. Schleichen wir dahin? Also hier bleiben, hier. Nee, wir schleichen jetzt. Okay. Lang. Auf. Nicht zu viel nachdenken. Das ist meine Aufgabe. Nicht zu viel nachdenken, das ist meine Aufgabe, während ich so voll verballert bin. Ja. Alles gut, ich denke nicht. Was ist denken? Kann ich jetzt mein Messer rausholen? Nee. Try nicht. Und stellst dich dann jetzt hier rechts hin an die Wand und dann machst du deinen Ult erstmal auf B drauf. Für mich? Nice. See. Holen Sie dir. Thank you. So. Da ist auf jeden Fall jemand da. Dieser Katnebel. Stellt euch eure Angst. Oh, das war aber nicht gut. Oh, wieso, woran bin ich jetzt gestorben? An der Ult. Du bist noch an der Ult. Warte, ich hab's gleich, der weiß nicht. Was war da los? Let's go, das ist Teamplay! Let's go! Yes! Warte, ich war auch am Überlegen, ob ich vielleicht meine Pistole nehmen soll. Die Ult ist so strong, du hörst wirklich gar nichts mehr. Ich muss meine Ult erst wieder auffüllen. Meine Ult. Azad, kannst du mir droppen? Natürlich. Danke. Gerne. Only if you meow for me. Ja. Also, durch Wände kann man also schießen. Nicht durch alle. Du siehst dann, guck mal, schau mal links. So doch nicht. Schau mal genug. Wenn Warte, du jetzt hier durchschießt, ja. Das geht nicht. Ach so, okay, also kommt es immer auf die Wände auch an. Ja, genau. Da siehst du keine schwarzen Löcher. Wenn du schwarze Löcher siehst, wie hier durch diese Kisten, perfekt, kannst du durchschießen. Das sind zwei und zwei. Da und da. Ah. Komm her. Okay. Jemand versucht uns zu backstabben. Links in den Chest war noch einer. Das Oha. Ist aber. Das ist aber keine Sheriff, Nurok. Ah, das ist der. Ja. War ich wohl noch so. Wollte gerade sagen, du. Ich höre gar nichts. Nee, dürft ruhig weiterreden, nur ich.
Nimm. Oh no. Lebender Verbündeter. Close. Okay. Das sagt die. Was ist passiert? Ach, stehen die so, wenn sie stirbt? Ja, das ist türkisch. Okay. Konzentration. Meine kleinen Eschecks. Ist ein Team Eschek. Kann ich mal hier... Ah, wir sollten Econ, ja. Wir überleben. So, ich spiel jetzt auch nur Sheriff. Let's go. Sheriff. Jetzt wird's wild. Oh, nur ganz wild. Das war ja, keine. Sie hat nur Angst vor Gott. Es war gerade echt fail. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Jedes Mal. Moa. Hilfe! Hilfe! Spike in B. Ja, rechts von euch ist Schnurrock mit einer Marshall. Schnurrock? Hallo! Wer ist denn Schnurrock? Das ist keine Marshall, du! Boah, das ist keine. Keine Sheriff, was machst du? Letzter lebender Verbündeter. Stille Nacht. Heilige. So. Ares. Warum auch nicht? Nein? Hast du wieder einen Ares? Nein, ich verkaufe dich. Ich habe gar keinen Geld dazu? Ich habe gar nichts. Ich habe eine Judge. Ich kann eine Spectre nehmen. Ich kann auch mein Schild verkaufen. Nimm dir mal eine Spectre. Okay. Schau mal. Okay, und jetzt folge mir einfach. Okay. Folge mir. Ich zeige dir den Weg. Ja, erleuchte mir den Weg. Sehr, sehr gerne. So, du bleibst jetzt dich hinter mir und ich sag dir, welche Ability du drückst und dann drückst du die, okay? Okay. So, jetzt einmal eine wundervolle C. Durch hier, durch den Weg. Mhm. Und jetzt direkt eine Q hinterher. Oh. Jetzt raus. Okay. Oh. Es hat wehgetan. Woher? Ja. Bam, voll ins Gesicht. Wirklich. Das trifft mich jedes Mal. Ich kann das gar nicht dodgen. Schön ins Gesicht. Nein. Hey, sauber! Nice! Sauber! Wir haben das. Entschuldigung, es passiert immer, wenn ich mich freue. So. Soll ich den Spike nehmen? Nein? Ich wollte den gar nicht, aber okay. Ja, ich kann auch gerne einen Spike nehmen. Wie kann ich den wegdroppen? Ja. 4 und dann G. Sie gehören mir. Schenke ich dir. Die neue Glossy Box. Lade nach. So, ich schmeiße wieder meine kleinen Pokéball rein. Oha. Pikachu. So. Kannst du das? In ganz hoher Stimme? Nee, ich kann's nicht. Oh mein Gott, hey, natürlich. Hinter euch, pass auf. Die Lara kann es viel besser. Ich kann nur Shiggy. Irgendwann ist schon strong. Wieso kann er nicht hochfliegen, Mann? Keine Ladungen. Dip. Okay, wo ist er? Da ist Cooldown. Kann ich so um die Ecke pieken? Na Leute, jetzt ist aber Schluss. Wo werde ich getötet? Alles gut, der Nurok verwechselt nur die Sheriff mit der Marshall. Ein Gegner eliminiert. War unknown. Komm schon, Hani, das schaffst du. Oh, der war da oben, ich hab den gar nicht gesehen. Aber dein Haar wiggeln. Wiggle. Okay. Oh Gott, ich habe was ganz anderes verstanden. Yeah. Was hast du verstanden? Oder warte? Ja, ich auch. ich weiß nicht, würde ich die Ares holen? Ich würde wieder die Spectre holen und dann vielleicht so ein kleines Schild. Oder großes Ich will nur nicht oder was kannst du kaufen? Spectre und dann ein. Ich habe gar nichts mehr. Ich will einfach kann's nur, gar nicht kaufen. Ich bin ein armer Halunke. Ich habe jetzt Spectre gekauft. Weißt du, die Inflation, das merkt man halt. Sauber. Oh, nicht. Was war das? Schade. Ich dachte, du hättest ihn gekillt. Huch. Keine Ladungen.
keine Ladungen. Das kann ich so nicht. Jetzt kommt wieder diese blöde Kristallkugel da. Ich nicht mehr. Das mach mal deine Q. Mach mal deine Q. Und genau, Rainer. Oh, schade. Oh, wurde von hinten gesliced. Gesliced. So, dann jetzt einfach die Waffe lassen, ne? Die ich jetzt hab. Kannst auch eine Ghost kaufen. Kannst du auch machen, ja. Was ist daran, Bische? Und links siehst du die Pistols, dann kannst du dir eine Ghost kaufen, genau, und eine Fähigkeit. Hm, ich habe eigentlich schon eine, aber ich nehme noch eine. Mhm. Eine Fähigkeit, eine Süßigkeit. Ich weiß nicht, wohin mit mir, wohin mit meinem Buddy? Ey, ohne Witz, wann postest du das Bild von dem Cosplay? Ich hoffe in 2-3 Tagen. Ey, ich hab's schon gesehen, Chat. Es sieht krank gut aus. Oh, süß. Hab ich auch nicht selber gemacht. Also, es wurde für mich gemacht. Und ich wurde auch geschminkt, deswegen. Sah sehr, sehr schön aus auf dem Foto. Ja, deswegen danke an die liebe Falken. Die hat es für mich gemacht. Aber ich. Shoutout geht raus. Sie kriegt es auch wieder zurückgeschickt. Deswegen darf es jetzt noch voll schwitzen. Oh, nice! Ich komme. Ich bin dafür, dass sie zu dritt vielleicht mal so ein. Hey, das fände ich voll geil. So ein Cosplay machen. Ey, voll geil. Das muss jetzt vielleicht nicht ins Video rein. Ich weiß nicht, ob das. Doch, das ist drin. Pass auf. Zu dritt könnten wir die drei Schwestern von Resident Evil machen. Die hast du ja schon mal gemacht, glaube ich. Oh, eine, ja, das wäre richtig nice. Das wäre richtig geil. Und Mango macht Lady Dimitrescu. Der muss von da kommen, der muss von da kommen. Okay. Das andere ist abgewollt. Sauber! Sehr gut! Ja, gut gemacht! Genauso muss es sein. Da arbeiten die mit der Shorty. Ich glaube, es hackt. Der Disrespect. Ich war da zu zweit mit der Shorty umgerannt. Shorty! Schrecklich. Hattet ihr schon mal ein Nasenpiercing? Nein, aber ich habe Mutter mal an der Nase und immer Leute denken immer, das wäre ein Nasenpiercing. Ach, witzig, echt? Ja. Weil ich habe jetzt so ein. Echt? Auch also so ein Ring zwischen den Nasenlöchern? Ja. Weil ich habe jetzt auch einen, jetzt nur fürs Cosplay, sich durchgesteckt und nur hingesteckt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, draußen, weil es so kalt war, dass meine Nase läuft. Dabei war es nur der Ring. Ja, am Anfang ja. Und man gewöhnt sich dran. Ich merke es jetzt gerade auch gar nicht mehr. Ey, jetzt reicht's, wenn ihr das könnt, kann ich das genauso! Ah! Ah, nein. Ist da jemand? Hilfe! Hilfe, ich bin gepinpointed! Ey, yo! It's a joke. Wo bist du denn reingeschlüpft? Du kannst durch das Portal gehen, dann kommst du rüber. Ah! Schalalalala! Nein, oh nein! So klappt das nicht. Alles gut, alles gut. Oh, es hat wehgetan. Hat das wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Huh? Oh mein Gott. Ja, meine Mutter hatte nämlich eine Geburt im Stehen. Murak! Der holt sich jetzt eine Wende. Oder Plante. Ja, der holt. Oh. Was ist denn hier los? Spike platziert. Da liegt eine Wende auf meinem Körper, deswegen nimmt er sie sich vielleicht. Konzentration, diese Spannung. Die Musik ist so laut bei mir, ich höre gar nichts. Musik? Ich höre nur Beep Beep. Ey, ich habe Musik annehmen, weil ich muss. Ach so. Aber wo ist der hin? Wo ist denn hier die Mission? Er ist wahrscheinlich hinter dir gelaufen. Jetzt in Lambs rein wahrscheinlich. Und oh, Spaß. Ja, sehr gut. Geil. Wundervoller Klatsch. Das ist der Double Side Diffuse. Nice. Gibt's nur hier bei dem Experten. Sehr gut. Was läuft bei dir für Musik? Pink, Fluffy, Unicorns, Dancing on Rainbow. Actually, keine Ahnung. Oh, One Direction, wow. Also, ganz schnell weg. Soll ich jetzt die Phantom nehmen? Ja. Ja. Und dann nehme ich meine Fähigkeiten und Schildi. Full Shield. Full Shieldi. Ja, okay. Ich möchte, dass ihr das ab heute nur noch Schildi nennt. Okay. Alle, die hier zuhören, alle, die das gehört haben. Full Shieldi. Bam. So, rein mit der Kugel. Ich komme wieder zurück zu B, weil ich glaube, das ist die B. Ja, noch nicht. Okay. Oh ja, lang. Ich komme. Moven Sie.
möchte jemanden vollkleben. Warte, Turuka, ich bin doch gerade erst angekommen. Da habe ich ein bisschen reingechoked. Bei Hooker einer mindestens lang. Letzter lebender Verbündeter. Autsch. Ja, 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 töte sie! Oh, okay. Voll gut. Ich habe in ihren Fuß geschossen. Sehr gut. Also sie kann immer noch laufen. Kann nicht mehr laufen. Sie kann nicht mehr laufen. Baby. Ich bin bereit. So. Isa, willst du... Obwohl, nee, ja. A ist tatsächlich besser. Nee, heißt schon gut. Ich gehe nochmal B zu. Ich kann in A Showers gerne blockieren. Ich komme mit. So. Oh, hallo. Hallo, ich habe einen Ball in der Hand. Oh, scheiße. Er guckt mich böse an. Folge die Knu, die sind noch da. Die sind drüben. Ja. Oh mein Gott. Ich dachte, ich kann das leiten. Das Ding kann, also C kann nicht hochfliegen, ne? Das kann immer nur gerade fliegen von mir. Genau. Oh, jetzt gehen die auf. Wow. Ja, nur FIFA. Einer an Land? Mhm. Einer in Land. Oh, mies. Miese Prise. Wo? Der ist rausgelaufen aus Lamps anscheinend. Aber ich war in der Ult in der Meier E. Ein Gegner übrig. Oh mein Gott, nein. Letzter lebender Verbündeter. Oh, der war der, der war's. Kannst mich. Oder gar perfekt. Ja. Easy. Let's go, ihr macht das. Oh, das ist aber echt eine Verantwortung jetzt. Kann ich mir das kaufen? Nee, nein. Nicht kaufen. Oh nein. Wie sollen wir denn das schaffen? Ich hab Armstiele! Also, ich dachte, der wäre das, um ehrlich zu sein, was er. Wo bin ich? Gott, ja. Ich baller einfach alles raus hier jetzt. Ich sehe nichts. Wo bist du? Aus 600. Oh, nice. Ach, die sind eh schon alle tot. Toll, und ich denke hier, ich frei Typen und schmeiß alles raus. Hey, was ist denn da für eine fesche Waffe jetzt? Eine schöne Waffe. Aber von wem ist denn die? Zarma. Ah. Die ist, das ist eine neue ist Waffe neue. Aus der neuen Season. Cool. Sie fänden. Mit Y kannst du sie inspecten, wenn du Y drückst. Oh, hübsch, hübsch. Dann ändert sie auch die Farbe, leuchtet so ein bisschen fancier. Hübsch. Hani, wie gefällt dir eigentlich die Sprache so in Baden-Württemberg? Hast du dich damit schon angefreundet? Das ist echt witzig. Es hört sich voll sympathisch an. Wirklich, die Menschen hören sich sympathisch an. Oh Gott, ich finde, die hören sich schrecklich an. Echt? Also, kommt drauf an. Bei mir reden die alle... Schade. Was meinst du, über die bei reden mir, die alle? Bei mir reden die eher so mit Isch und Bittisch und... So ah ja, halt, du bist ne? doch eine super Sache, du, Handy, so lieb. Ich glaube, da ist was auf A tatsächlich. Ich glaube das nicht. Ich glaube, da ist nichts, du. Wir haben gerade irgendwas auf A gesmoked. Du, da hat was richtig zusammen geraucht, du, gell? Oh, was ist denn das? Spike platziert. Nehme ihn mit. Stirb! Hinter der grünen Kiste? Ja. Stirb! Stirb! Oh, stirb! Oh. Sehr gut gemacht. Strong. Strong. Lamps. Rechts von hier. Ja. Genug rechts. Nee, ich hab rechts in Schwäche. Das ist Lamps. Letzter lebender Verbündeter. Oh. Wo? Ja, da, genau, da. Nicht anvisieren, nicht anvisieren. Einfach. Oh, über da oben drauf. Ja? Da sind so viele! Ah. Das war close. Oh, lucky. Also, ich glaube, eine Sache, die noch wichtig ist, beim Schießen immer stehen zu bleiben und so, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so sinnvoll, das jetzt alles zu versuchen hinzukriegen. Ich glaube, das macht ist mehr gut Spaß. Zu wissen. Okay, also du bist am. Deine Waffe ist immer, egal welche Waffe du benutzt, am genauesten, wenn du stehen bleibst beim Schießen. Headshots sind immer am besten, also versuche immer auf den Kopf zu ziehen. Mit einer Vandal ist das direkt ein Tod, also dann ist die Person tot. So. Ach, jetzt weiß ich auch, was du damals bei Fortnite gemeint hast. In Fortnite rennst und springst du ja, während du schießt. Ja, das musst genau. du ja und du musst hier die ganze Zeit stehen bleiben. I see. Hat mich so irritiert, voll, ja. So, da schmeißen wir gleich mal ein Kügel zurück. Und dann gibt es hier gleich ein paar auf die Bar, genau. Ich bin wieder markiert. Es fühlt sich nicht gut an. Auf die Jagd.
Okay, kommt irgendwas von hinten, oder? Oh, der Spike liegt auf A. Er war links, genau. Also da links war er. Das heißt, wir gucken jetzt, dass sich den keinen mehr snackt. Ich glaube, den Spike haben sie schon, aber Isa hat das Ganze von hinten. Okay. Oh ja. Oh nee, doch nicht. Entschuldigung. Da habe ich ein bisschen reingejoked. Nein! Ah, schade. Nein! When you try your best, but you don't succeed. So, jetzt sollten wir wahrscheinlich einmal kurz sparen. Oh. Oder könnt ihr kaufen, alle? Ich hab gekauft, soll ich dir was schenken? Klar. Oh nee, verkauf. Okay, was soll ich verkaufen? Was? Das, was du gerade hast. Alles! Was soll ich verkaufen? Nee, kauf dir nichts, verkauf alles, so dass du gleich nächste Runde volles Schild, ganze Fähigkeiten und eine Waffe kaufen kannst. Alles verkaufen. Ja. Jetzt habe ich eine Pistole. Ja, das ist okay. Das ist dann eine ökonomische Runde, in der wir versuchen, erstmal zu überleben. Die verlieren wir vielleicht. Aber dann. Warum machen wir das so? Weil wir mit besseren Waffen danach arbeiten wollen. Wenn dann ein Matchpoint ist. Mir. Ich kann vielleicht. Dieser Stretz. Gut Stretz, gut Stretz. Wir gewinnen das auch, keine Sorge. Einfach passiv bleiben. Okay. Dann haben wir das. Ich hab Angst. Wir sind auf B, du kannst auch schon. Oh, die sind zurück auf A. Nee, zwei sind immer noch hier mindestens. Gnu bleibt mal A. Tatsächlich. Okay. Oder? Oh, da ist jemand, Hookers. Ja. Nachgeladen. Holen Sie die Spike platziert. Ich hab jetzt mal auf A meine Ulti gebasht, aber da passiert nichts. Oh, süß, ich hab einen Freund! Ich hab einen Freund gefunden! Süß! Okay, du musst jetzt in unserem Team spielen, los! Spiel in unserem Team! Oh Gott, nein! Komm! Ich seh den Kopf schnell! Nein, der muss mir jetzt seinen Mate zeigen. Zeig mir deinen Mate. Du musst mich gewinnen lassen. Der Mate ist auf B. Ich schieße ihr einfach in den Kopf, komm. Nein! Wo ist der Mate? Wo ist der Mate? Nein! Lass dich töten, bitte! Ah, ich kann die nicht töten, die sind so nett. Doch, schieß drauf, schieß drauf. Nein, das ist so arm. Ich kann es nicht, wenn Leute so lieb zu mir sind. Deswegen habe ich in Fortnite und nie eine Runde ernst gespielt, weil dann kommen die mit ihren Herzen in den Modes und dann kannst du sie nicht töten. Süß. Ja, deswegen so spielst du sowas, also ganz wichtig, warte. Guck mich an. Krieg ich jetzt eine Schelle. Teil der Valorant Community zu sein, ist es wichtig, toxisch zu. Nein, bitte nicht. Toxicity in Valorant ist ein großes Problem. Gnu brainwashed for Valorant, ich sehe schon. Und dann ist so auf dem Stuhl wie Maluna und Honey. Und Kalini-Team mich aufhalten. Sowas machen wir hier nicht. Nein, nicht. Ich komm gleich zu dir rübergefahren, ne? Genau. Fünf Minuten. Aua. Echt gut, Junge. Ey, nee, ich duck mich immer wieder, größte Vollidiot. Aua. Stehle die Sicht. War das nicht Matchpoint? Schau was. War Rainer. Er ist jetzt. Wenn die es gewinnen, haben die es gewonnen. Ach, die lassen uns doch bestimmt gewinnen. Guck mal, die messern nur. Die sind Freunde. Oh no. Oh nein. Der Champ ist krass. Oh, bam, bam, oh. Ja, 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 ja. Ja! Ja! Big! Super, aber super. Voll ehrenhaft, dass sie alle mit Messer machen. Ja, voll. Süßis. Wollen ja auch, dass es weitergeht. Mit ihrem kleinen Fleischermesser die kleinen Sucuks schneiden. Meine Genialität beschränkt sich nicht nur auf Labor. Die Killräume. Geil. Phantom. Phantom. Und jetzt haben sie tatsächlich einen großen Fehler begangen, weil jetzt gewinnen wir jede Runde. Okay, sehr gut. Ich schaue mir das mal von Weitem an. Ja. So. Pass mal auf, du. Jetzt gibt's auf die Nüsse. So. Brechen wir auf. So ich ulte, falls die herkommen. Kann ich da jetzt einfach was reinsneaken? Auf die Jagd. Oh, Smokes. Geht erstmal zurück in Deckung. Oh, ja.
Spike in A. Letzter sehr gut. War gut. Der letzte war auf B. Das ist ein Revive, ne? Der war auf B. Du bist noch nicht fertig. Hello, my queen. I am back. Süß. Kommt schon, Mädels, holt euch das Ding. Macht Mama stolz. Ich vermute, dass er über CT kommt. Dam, dam, dam. Komm schon, macht Mama stolz. Ah! Yes, sehr gut. Oh. So, wie war das nochmal? Jetzt noch dreimal, bitte. Hat er mich erschreckt, das ist ja... Geil. So, ich schaue euch einfach mal zu. Ich glaube, wenn ich mich raushalte, läuft das Ding. Nein, du machst das super. Aber du musst die Ares loslassen. Oh, schmeiß echt? Einfach deine Fähigkeiten okay. rein. Schmeiß sie rein. Was soll ich die da? Die Ares, die hat dich gepackt. Das wird ein zweiter Save Ares. Nein, was soll ich nehmen? Schnell. Ich habe dir noch eine Ares gekauft. Hol ein kleines Schild und hol eine Phantom. Kleines Schild, Phantom. Okay, danke. Gerade noch gerettet. Ja, schade. Ich würde sogar behaupten, du machst es besser als die meisten Anfänger. Oh. Ja. Das, was ich bisher gesehen habe. Da ist sie so lieb. Ich spiele ja gerade auch gar nichts, aber nein, Spaß. Sehr gut. Ich würde auch sagen, du bist besser als die meisten Anfänger. Aber heute Abend dann auf deinen Nacken, oder? Ja. Ah, nochmal. Meine Ult ist nicht bereit auf die Jagd. Zwei Leute. Nein, hat er sich gepäht oder ist einfach neben mir hingelaufen? Fürs Höllenfeuer! Nicht bewegen. Letzter Leben. Spike platziert. Oh, es ist nervig, dass man hier so ranglitscht. Toll, jetzt bin ich die letzte Überlebende. Und links. Bleib stehen. Oh, und jetzt ist sie auf seinen Kopf. Ja, perfekt. Und wohin? Oh, jetzt musst du. Jetzt Messer und rechts. Wo Messer? Nee, links. Wo Messer? Nee, renn einfach auf die. Ja. Hier. Auf die Jagd. Aha. Schnell. Jetzt lauf nach rechts. Jetzt lauf raus. Runter und du da hinten. Sie ist da hinten, genau. Egal! Und jetzt vier. Die ist bestimmt ehrenhaft und lässt mich das machen. Ja! Ja, wie süß! Oh nein, das ist so süß! Oh, danke schön! Ja! Sie hat einen Diffuse. Sie hat einen Diffuse. Ich bringe euch Liebe! Ist ja richtig süß. Perfekt. Ich bringe den Tod. Oder ich sterbe halt selber. Ja? Ich finde das auch sehr, sehr süß von den Gegnern. Ich wurde allerdings jetzt gemessert. Tatsächlich werde ich jetzt auch. Jetzt hört der Spaß auf. Jetzt hört der Spaß auf, Manu. Jetzt ist ja witzig. Jetzt werden alle. Jetzt wird das Interface hochgefahren. Jetzt wird komplett ausgeteilt. Nein! Die Jagd beginnt. So, Konzentration. Auch bei mir ist wieder Lami. Ich will nicht, Lami, ich geh weg. Oh, die Blenden. Bruno kommt zu mir. Spike platziert. Oh mein Gott, hab ich kassiert. Hilfe. Oh mein Gott, wie die es einfach drauf anlegen. Oh, du bist am Arsch. Du bist am Arsch. Das ist ja nicht Teamplay. Wie sie nicht messern wollen. Ah. Hey, aber das waren doch mal frische Runden, Leute. Lasst auf jeden Fall ganz viel Liebe da bei allen. Alle unten in der Beschreibung verlinkt. Vielen, vielen Dank auch an die lieben Gegner. Könnt ihr auch gerne mal nochmal bei mir reinkommen, die Lobby und euch verabschieden. Falls ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Und Dankeschön, dass ihr euch alle so viel Zeit genommen habt, gell? Danke für die Einladung. Ja, immer wieder gerne. Danke dir. Ich danke dir auch, Maluna. Oh shit. Dass du uns mit deinen Plays gesegnet hast. Oh, ups. Das war nicht extra. Das war echt nicht extra. Mann. Du hast doch Text zum Ablesen. Einfach. Jedenfalls, alle unter Beschreibung, lasst einen Daumen nach oben da und ja, gebt mir Tipps. Ich möchte es können, ich möchte besser werden. Gebt uns allen Tipps und spielt Fate, Leute. Seit dem 27.04. am Stissel. Dankeschön. Yay. Und jetzt raus! Okay.